Hallo und herzlich willkommen beim kleinen Langzeitprojekt von Planet Zoo. Das Spiel ist ja vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich habe jetzt gerade das Tutorial nicht gemacht. Ja, muss heute noch kurz ein bisschen reinfinden. Einfach nicht wundern, wenn es noch ein bisschen länger geht. Aber ja, ich kenne mich noch ein bisschen aus von Planet Coaster. Ist eigentlich nicht so viel anders. Und es gibt noch Hilfe, also es wird eigentlich eingeblendet. Also, was wir eigentlich machen wollen, ist jetzt kurz die Wege für die Mitarbeiter zu machen. Also, ja, können wir jetzt machen. Ich weiß nicht, wie groß die Gebäude sind, aber ich mache einfach mal so. Aber gibt es nicht irgendwie einen Hinweis, ob es gerade ist oder nicht? Rasterausrichtung. Ja, genau, das ist es. Ja, aber jetzt ist es weg. Ja, man sieht es eigentlich. Okay. So, das reicht. Mitarbeiterwege. Ah, okay. Dann machen wir das rechts. Ja. Machen wir in blau. Gut. Also was ich machen möchte, ist eigentlich ein richtig tolles, also einen richtig tollen Zoo und das Zoo, dass ja, man eigentlich recht viel selber baut und dafür braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit, aber das bringt es auch etwas. Ja, da muss ich wieder die N, ja, Y-Taste, genau. Die Steuerung ist ein bisschen anders scheinbar. Ah, okay. So. Sieht jetzt noch nicht so schön aus, natürlich. Aber Hauptsache, wir haben die Sachen. Ein Geldautomat mache ich jetzt noch nicht. Gästeeinrichtungen. Mal die so, oder? Und Looney Bloons, das sind Ballone. Ist ja nicht. Ich hoffe, wir haben noch Geld dann. Könnte sein, dass man da ein bisschen knapp noch ist. Also in Planet Coaster ist es so gewesen, dass man nachher vielleicht schon ja, ein bisschen Probleme hatte. So. Also ich werde die Gebäude natürlich danach wieder schön umplatzieren. So, da haben wir dann Imbiss noch. So, dann machen wir das erste Gehege eigentlich hier hin. Ah ja, jetzt steht es auch hier natürlich, klar. Also, wir brauchen ein Gehege und ja, wir müssen eigentlich zuerst die Wand machen. Die Wand ist Bau und okay, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja, okay. Gehegeeingang, Gästetor, Schienenschleuse, also die sind für die Besucher. Ich weiß nicht, ob Schildkröten jetzt genau so Besuch wollen, aber wir können ja zum Beispiel Widerstand 1 nehmen für Schildkröten. Ich habe mich für Schildkröten entschieden, weil sie eigentlich besten sind für den Anfang. So. Machen wir hier noch ein bisschen schräg. Ja. Das mal kurz rückgängig machen. Rechtsklick. Ja. Nochmal das Schöne platzieren. Hoppla. Da habe ich jetzt irgendwie nicht zusammen. Wieso kann ich jetzt hier nicht? Ja, ich werde das Tutorial dann noch zwischen dieser Folge und der nächsten Folge machen.
Aber ich habe jetzt gerade wenig Zeit zum Tutorial machen, das geht recht lange. Ja, was machen wir, wenn wir ich denke, ich fange hier an. Ja, die Steuerung ist ein bisschen ein Kritikpunkt an den Spielen von Coaster, also Frontiers. Aber das ist auch so gewollt, dass es ein bisschen schwerer ist. Nur eben, man ist am Anfang immer so ein bisschen am verwirrt sein. Es steht nirgends was von zusammen machen. Das ist leider ein Problem. Ja, anrichten machst du ja nicht. Wieso kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr? Ja, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Wenn ich das nochmal wechsle. Ich will nicht Höhe. Ich will die Höhe nicht an. Gleichen. Okay, jetzt geht's wieder. Also man muss irgendwie drauf richtig drücken. So. Okay. Ich hoffe, dass die Schildkröten da nicht ausbrechen. Aber es ist 2, Stufe 2. Also es sieht stabiler, also es ist stabiler, als es aussieht. Okay, ich glaube, Schildkröten brauchen kein Haus. Machen wir mal klein. Hier oben, dass die nicht gestört werden. Und ja. Heizungen brauchen sie wahrscheinlich nicht. Es ist 42 Grad, ja. Und dann haben wir hier noch. Das machen wir später, wenn ich weiß, wie es geht. Futterkäfig. Futterschüssel, Futtertrog, Futterschüssel. Ich glaube kaum, dass Schildkröten jetzt große brauchen. So, jetzt müssen wir aber schauen, ob wir überhaupt Schildkröten haben, weil wir haben ja den Franchise-Modus. Ja, gehst du mal bitte weg. Tiere. Und hier Ort, Art, Gehegetiere, Name. Ah, ich sage, nee, geh wieder zurück. Wie machen wir die Einstellungen zurück? Ah. Aha, okay. Also das sind Tiere, die ich habe. Wir waren in Quarantäne. Aber ich muss jetzt Tiere haben, die ich kaufen möchte. Gehege ist es ja nicht. Natur. Bauen. Gelände. Ich will einfach Tiere kaufen, ist es so schwer? Wieso machen die das so kompliziert? Also die erste ist einfach kurz reinschauen Folge. In der zweiten geht es dann los mit dem, ja, ich verstehe auch wieso und weil ich das Tutorial gemacht habe. Ja, der Tierhandel ist Ding. Ah, Handelszentrum, okay. Ja, wenn man das so natürlich so schwer anzeigt, dann weiß man noch nicht genau, was man machen muss, wenn man noch nicht so drin ist im Spiel. Es ist einfach die Übersicht, die einfach noch schwer fällt. Das Spiel verstehe ich ja schon ein bisschen. Dank Planet Coaster. Ein Handelszentrum.
So. Plan mit Mitarbeiter brauchen wir auch. Tierarztpraxis. Wie viel Geld haben wir noch? 19.000. Quarantänebereich ist wichtig. Weil Krankheiten scheinbar recht oft kommen momentan noch. Und das ist einfach andere Farbe. Eine Werkstatt können wir noch gebrauchen, aber eine. Ja. So. Dann gleich mal Mitarbeiter. Und da wurde mir empfohlen, ein Zoopfleger. Ja. Ah, haben wir das schon? Ah, es sind Verkäufer, okay. Ein Techniker. Ein Tierpfleger, ja, den haben wir noch nicht. Und Sicherheit, Tierarzt. Sicherheit werde ich jetzt noch kurz sparen. Wir machen so einen unsicheren Zoo. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben nur die Tiere. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay. Ja, darf ich gerne andere Tiere haben? Okay, wir müssen Erdferkel nehmen scheinbar. Es gibt keine andere Auswahl. Naja. Dann nehmen wir doch die... Das sind ja die Gorilla, nein. Wo haben wir jetzt die Erdferkel? Hier. Oh. Ein Männchen ist erwachsen, 12,8 Jahre. Und das hier gibt einfach die Preis, also wie beliebt es ist. Nehmen wir doch das. Können es aber nicht kaufen scheinbar. Wir müssen etwas unter 200 haben, okay. Möchte gerne die Gorillas anschauen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde, dass wir jetzt da nicht etwas kaufen können unter 200. Preis. Können wir auch nichts machen. Was brauchen wir denn hier? Eventuell irgendwie Kontakt zum Panda aufnehmen. Damit mal so speichern. Aber das Problem ist, dass wir keine Tiere kaufen können. Und okay, hier haben wir die Auswahl. Haben wir irgendwo die Schildkröten? Wie heißen sie? Galapagos? Riesenschildkröten. Also mir wurde empfohlen, im Franchise-Modus Schildkröten zu kaufen, aber wenn ich das nicht kann, ja. Alabra Riesenschildkröte. Gefährdet. Okay, dann ist es klar, das ist auch nicht so. Und hier müssen wir wahrscheinlich nachschauen, wie wir das Gehege dann ja, ändern. Die Wahlen hier würden mir nicht empfehlen, das gehen wir hier kurz wieder raus. Ja, ich denke, ich müsste warten. Ah, hier ist jetzt eins. Wir nehmen jetzt einfach mal noch eins. So. Ungültige Zielort.
Okay. Ja, scheinbar müssen wir da noch eine Tür hinmachen. Das mal hier schön in die Ecke. Und was ist das jetzt für ein Symbol? Okay. Ich hoffe, jetzt geht's. Ja, okay. So, das Tier ist im Gehege bald. Also wenn wir dann die Zeit weitermachen. Und jetzt müssen wir im Zoopedia eigentlich schauen. Ja. Ferkel, Erdferkel ist es. Natürlicher Lebensraum ist Dschungel. Ich hätte vielleicht nicht im Dschungel sollen anfangen. Aber irgendwie, ja, kann man jetzt noch nicht Tiere nehmen, die von anderen Biomen sind. Ja, und jetzt muss ich herausfinden, wie man da ein paar Sachen passend ins Gehege tut, oder? Okay, sie brauchen wahrscheinlich nicht viel. 330 Quadratmeter. Ich glaube, das Gehege ist noch ein bisschen zu klein. Ja. Okay. Dann schauen wir noch ein bisschen im Gehege-Ding, ob wir da irgendwas noch brauchen. Ja, Erdfäkel sind keine Klettertiere, also nur Meter steht ja. Natur natürlich. Ich möchte auch einen kleinen Teich machen, da muss ich aber kurz schauen. Baum fahren. Machen wir so Fahne oder. Ja, Bananenstaub. Einfach mal provisorisch ein paar hin, damit wir gleich loslegen können. Wo ist das chilenische Araucaria? Die haben wir nämlich im Dorf, wo ich wohne. Die sehen geil aus, weil sie an den Stämmen auch Ding haben. Blätter, also Äste, also kleine, ja. Einfach die Stacheln, also die Nadeln auch an den Stämmen hat. Ist eigentlich richtig cool. Ah, für den Genex ein paar Bambus. Ah, das ist einfach so ein Joke. Also, er hat es einfach so angenommen. Finde ich richtig toll, dass er da den Nachnamen von seinem Rollenspiel den Charakter so ein bisschen als Markierung hat für sich. Ja. Ich denke, ich mache jetzt mal los. Hä? Dann. Okay, das ist der Anmelde- Loslassknopf. Was fehlt sonst noch? Bänke? Sind die hier? Sicherheitskameras. Ja, will ich jetzt noch nicht nehmen. Ich nehme einen Recycling-Container. Mit ein bisschen mehr Ding. So. Sicherheitswarnung nicht füttern. Nicht stören. Ah, es kommen schon welche. Sehr gut. Es geht schnell, die haben also schnell das bemerkt. Läuft herum. Okay. Wow! Dieser Andrang schon. Wegen einem Tier so ein mega Andrang. Cool. Ah, wie cool ist denn das? Ah, die Umgebung ist auch wirklich detailliert. Also,
Sieht nicht gerade so nach Dschungel aus, weil nur ganz normale Bäume da sind. Hab so die Berge, die sehen richtig dschungelartig aus. So fast schon Venezuela. Aber wir sind hier in Kamerun, also ich habe es so markiert, dass wir in Kamerun sind. Weil Kamerun, glaube ich, deutsche Kolonie war. Bin jetzt gar nicht sicher. Aber ja, einfach, ich kenne ein paar Fußballstars aus Kamerun. Und ich finde es eigentlich ein wunderschönes Land. Ich glaube, eine Schweizer Königin haben sie gehabt. Sie ist leider gestorben vor ungefähr einem Jahr. Aber das ist einfach das Land, das ich am besten dachte. Ja, ich hätte auch Brasilien nehmen können oder so. Aber ich habe mich für Kamerun entschieden. Oder Indonesien wäre auch nicht schlecht gewesen. Nur ist es halt hier heiß. Ich denke, wir hätten sehr viele Getränke. Ich würde mal kurz schauen, ob es irgendwo Brunnen gibt oder so. Ihr dürft mir gerne immer helfen. Kein Problem. Also, auch Sachen sagen. Ich weiß jetzt nicht, welche Tiere es gibt. Also schon da durch dieses Teil hier. Aber ich möchte jetzt gerade nicht sagen, dass ich jetzt alle. Ich kenne ja alle Tiere eigentlich. Ich bin ja ein bisschen interessiert für Tiere. Also sehr interessiert eigentlich schon. Und, ja, das sehe ich da. Ah, ich glaube, ich muss irgendwo umplatzieren. Machen wir einfach mal kurz zwei Löcher. Ruhiges Wasser, ja. Ah, geht leichter, als ich dachte. So mit Höhen. Differenzen. So, wie geht's dem Tier? Was hinzugeben, was entfernen. Ja, ist einfach die Steuerung. Das kann man sich ja auch wieder aufrufen, die Hilfe. So, Wohlbefinden steigt. Sozialverhalten, ja, steigt auch noch. Lebensqualität müssen wir noch schauen. Ja, weil einfach kommt momentan kein Spielzeug und so. Haben wir dann irgendwie, Genetik. Dass wir irgendwie eine Auswahl haben, also dass wir wissen, was wir machen müssen. Wie einrichten. Gut, ich glaube, das Tier ist schon ein bisschen älter. Also, ja. Dann gehen wir nochmal kurz ins Gehege und schauen wegen Spielzeug. Ja, das ist natürlich sehr gering. Jetzt fragt sich, was es braucht. Ah, ein VIP-Gast ist angekommen. Ich denke, ich nehme mal eine kleine Kletterplattform und ja, platziere sie einfach mal. Wird schon sein. Also klettern tun sie ja nicht. Heizungen. Was? Klimaanlage brauchen wir dann für ein paar Tiere. Was wurde noch gesagt? Ich muss nochmal nachschauen. Also, Lebensqualität, genau. Kommen da nicht irgendwie Tutorial? Ja, die Zoo-Dinge müssen hier reinkommen und das auffüllen und so. Telefonisch. Ja, dann mach mal bitte das. Oh, der putzt, ne? Ja, ich möchte nicht das Tier verenden lassen. Das ist auch am Anfang nicht schön, wenn man nicht kann. Aber ich finde, Tutorials sind meistens echt, ja, nicht gerade so, dass man sagen könnte, ja, man versteht das Spiel. Das muss man einfach lernen, das Spiel. Und ich habe gehofft, einfach, dass ich da schon ein bisschen etwas weiß, da Planet Coaster. Aber ja, jetzt habe ich doch noch ein paar Lücken, oder? Und das, deshalb mache ich jetzt zwischen der ersten und der zweiten Folge das Tutorial. Und dann werde ich wahrscheinlich alles wissen in der zweiten Folge.
Also scheinbar gefällt es denen. Einfach die Tiere haben jetzt gerade noch nicht so Lebensqualität. Bitte macht etwas. Ich hoffe, das ist nicht noch verbuggt. Am Anfang, als das Spiel rauskam, wurde eigentlich ein bisschen in den Steam-Previews gesagt, dass man noch Bugs hat, dass die Tierpfleger manchmal einfach nichts machen. Oder die Tiere halt einfach irgendwie zu schnell sich vermehren und so weiter. Und deshalb hoffe ich, dass es langsam gefixt wird. Weil ich kann jetzt ja auch nicht so reagieren. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich da dagegen machen soll. Einfach immer sie rufen. Schauen wir mal, du hast ein Forschungszentrum. Tierpflegehütte habe ich doch. Okay, dann muss ich das noch machen. Bau. Einrichtungen, Mitarbeiter, Tierpfleger. Ah, okay. Das ist eines der letzten, deshalb. So. Und es fehlt immer noch etwas, habe ich da. Mitarbeiterraum ist der hier. Handelszentrum, Forschungszentrum, Forschungszentrum. Machen wir doch das hier hin. Aber wir forschen jetzt noch nicht. Da drin innen. Hallo? Guten Tag. Ich hätte gerne den Drago Basler gesehen. Wie kommen die Leute hier ins Gebäude rein? Schauen wir mal. Hier ist irgendwo der Drago. Ich habe ihn ein bisschen. Ja. Ja, so jünger gemacht als aber Erwachsene. Okay, scheinbar gibt es Teleportation in Planets. Cool. Das ist der Techniker. Ja. Schauen wir noch mal kurz. Also es geht runter und die Bewohner verlassen leider dazu auch schon. Weil sie alles gesehen haben. Ja, gut. Wo waren wir? Irgendwo waren wir, damit wir den Avatar sehen. Ja, gut, der ist irgendwo halt noch im Gebäude drin. Ja, ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh, um jetzt hier erfolgreich zu sein. Dass ich da einfach ein bisschen mehr Wissen brauche. Aber ich schaue noch mal im Tierhandel, ob es irgendwas Neues gibt. Es gibt immer nur Tierwerke. Und wir haben direkt mal einfach viel zu wenig von diesem Geld. Also irgendwie müssen wir. Ah, das ist jetzt auch Geld. Was haben wir? Ein Weibchen. Also ich werde jetzt mal männlich kaufen. Aufnehmen. Verlegen. So, dann hast du einen Nachbar. Partner vergleichen. Ah, jetzt ist es ja gut. Weil wir haben ja das Tier schon reingemacht. Jetzt suchen wir das mal kurz. Es ist leider dunkel. Aber wir sehen noch gut. Ah, es kommt, okay. Prima. Also die Animationen und so sind cool gemacht. Auch, dass eben die Tiere zuerst reingebracht werden müssen. Also wir haben ein Männchen. Ja. Okay, und das andere ist hier. Ist auch ein Männchen. Zwei Männchen, aber wir haben ja keine Auswahl. Weibchen. Dann schauen wir noch mal kurz. Und haben jetzt auch noch keine neuen zu kaufen. Okay.
Liste aktualisieren mal kurz. Jetzt haben wir ein Weibchen. Sollen wir das riskieren? Jetzt kurz noch ein Weibchen, das ist nämlich echt teuer. Und auch so alt, also sind alle alt. Ich will ein ganz junges. Wir müssen es nehmen. Und wir machen das Gehege noch größer. Schauen mal kurz. Wenig Geld, ja. Kann ich nichts dafür. Ah ja, Spendenboxen, die müssen wir aufstellen. Also wir machen jetzt mal kurz auf Stopp. Und suchen das, die Spendenbox Einrichtung wahrscheinlich. So etwas würde auch nicht schlecht sein. Ja, und wo kann man die platzieren? Ja, die müssen das Spiel ein bisschen ja, offensichtlicher machen. Also, dass es da auch irgendwie steht, wo man es hinstellen muss. Weil es steht nichts. Wenn man drauf die Maus macht, steht nicht. Da rechts steht nicht, wo man hin platzieren kann. Und so weiter. Also, es ist noch ein bisschen, ja. Komisch, also nicht gerade so fließend zum Lernen. Spendenbüchse, okay. Das habe ich ein bisschen übersehen. Und wie platzieren wir das am besten? Einfach hier. Und hier. Okay. Dann haben wir das. Hier geht los. Ich finde es toll, dass die Nacht nicht ganz finster ist. Oder der Zoo schließen muss in der Nacht. Jetzt haben wir einfach den Zoo. Ich denke, wir haben zu viele Gebäude hier platziert und so. Es wird wahrscheinlich schwer sein, jetzt an Geld zu kommen. Aber wir haben kurz grün gehabt und jetzt ist es wieder rot. Ich hoffe, die bekommen noch Kinder. Ah, das läuft, cool. Geht's dir besser? Wir brauchen unbedingt Futter. Also ich habe ja jetzt das Gebäude, jetzt sollte eigentlich Futter kommen. Oh, die stehen schon an. Was ist das, der Getränk? Nein, das Infozentrum. Müssen wir eventuell dann ein neues haben. Wegen Überbelegung. Ja. Müsste das Gehege noch größer machen. Ja. Oh, mein Geld. Was hatten wir? Hier. Jetzt muss ich noch wieder wissen, wie man andockt. Aber scheinbar geht's leichter, als ich dachte. Ja, wir müssen immer umstellen manuell. Aber ich mache jetzt mal das Gehege ein bisschen anders. Rechtsklick, glaube ich, ja. So. Ich hoffe, alles ist bündig. Gut. Also bitte nicht euch gegenseitig töten. Gehege 68%. Wie große Gehege brauchen die? Sind so schnell. Also brauchen die so mega Auslauf. Ja. Scheinbar schon. Ah, jetzt haben sie endlich Essen. Jetzt geht's ihnen besser. Super. Wir schauen mal kurz zum Weibchen. Ausgewachsen, 7,1 Jahre alt.
Das heißt, dass er so ungefähr in 4, 5 Jahren sind sie dann zu alt. Ich hoffe, wir gehen nicht pleite. Jetzt ist immer noch. Ah, jetzt geht's wieder nach oben. Okay. Sehr schön. Was ist das? Das ist einfach Furze auf dem Boden. Ah, weil sie hier zu wenig haben. Also brauchen wir größere Behälter. Werde ich mir merken. Gut. Und ja, schauen wir mal, wie die hier kaufen. Balance. Werden die dann angezeigt? Haben wir schon ein paar Besucher mit Balance? Weil das finde ich immer so cool bei bei Rollercoaster Tycoon. Vom ersten Teil fand ich das noch ein bisschen faszinierend, weil da hat man immer wieder gesehen, welcher Stand wie verkauft wurde. Also der verkaufte scheinbar rosarote. Kann man das jetzt auch ändern? Ich möchte gerne grüne. Ja, man kann hier anpassen. Ich würde gerne eventuell ein bisschen teurer machen, damit wir noch ein bisschen Geld verdienen können. Oh, cool. Die Ballons sind irgendwie klein, also ja. Nein, sie sind schon groß, also größer als der Kopf von. Ah, und auch nicht so sichtbar. Doch, sie sind sichtbar. Jetzt werden sie weg. Schade, dass die Engine noch nicht so leistungsfähig ist, dass wir da wirklich von weitem auch die Menschen sehen und so. Vielleicht kann man das irgendwie einstellen, aber ja, wir müssen auch nicht so rauszoomen. Die Übersicht ist auch so schon recht gut. Oh, das ist so süß. Tolle Tiere. Hallo. Na? Jetzt geht's dir gut, oder? Immer noch Lebensqualität. Ja, was Beschäftigung? Was soll ich Beschäftigung machen? Ich weiß nicht, welche Beschäftigung sie brauchen. Gut, dann machen wir jetzt auch mal kurz Stopp und ich werde das noch lernen im Tutorial, sicher. Aber das muss ich machen. Also, einen ersten Einblick direkt nach dem Kauf halt. Aber in der zweiten Folge bin ich dann ein bisschen erfahrener. Und sonst können wir auch mal ein Video machen, wo ich das Tutorial mache, damit ihr es auch ein bisschen lernen könnt oder ja, sehen könnt vor allem. Gut, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Oder Livestream bei Twitch jeden Abend. Tschüss.